Ich kriege hier E-Mails ohne Ende von irgendwelchen Chinesen. Milan Schuli and Stimmspül. Voll, voll, die Presse, voll, die Presse, voll, die Presse. Voll, die Presse. Howdy ho, 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 zu einer ganz besonderen Folge von unserem vorweihnachtlichen oder jetzt schon, wenn ihr das hört, das ist scheiße, ich muss das nochmal machen. Postösterlichen. Genau, das ist aber eine gute Frage, wann willst du schneiden? Über Weihnachten. Also veröffentlichen. Ja, Heiligabend. Ich lasse das jetzt einfach laufen. Also herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Besowski-Podcast über Medien, voll in die Presse. Und wie ihr schon hört, sind wir schon in jetzt noch vorweihnachtlicher Stimmung. Wenn ihr das hört, ist es quasi der zweite Weihnachtsfeiertag, wenn ich denn Heiligabend statt zu feiern diesen Podcast schneide. Kann man ja wohl erwarten. Kann man erwarten, werde ich wahrscheinlich auch machen, weil ich habe ja nichts zu feiern. Das wäre doch eine schöne Bescherung. Geschenke kriege ich eh nicht. Meine Kinder, die schenken mir immer Sachen, über die ich hier nicht sprechen möchte. Und wo wir gerade beim Thema sind, ihr seid ja quasi meine Familie, meine zweite Familie. Wir treffen uns hier alle zwei Wochen und ich muss sagen, in den letzten zwei Jahren wart ihr wahrscheinlich die Menschen außer meiner Familie und ein paar Kollegen, die sich ins Büro trauen, die ich am häufigsten gesehen habe. Und jetzt mal eine Frage, was schenkt man denn lieben Familienmitgliedern am liebsten zu Weihnachten? Wer weiß es, Bühler? Also du fragst hier gerade eine tatsächlich vorhandene Statistik ab, die nein, oder? Ja, das wahrscheinlich gibt es eine Statistik, aber jeder kennt das, es gibt so einen Klassiker unterm Weihnachtsbaum, den fast jedes Familienmitglied schon mal von einem anderen Familienmitglied bekommen hat. Socken. Socken? Hätte ich jetzt auch gesagt. Richtig, richtig. Und da habe ich schon mal ein bisschen was vorbereitet. Wenn der Job nicht für eine Krawatte reicht, kriegst du Socken. Jetzt muss ich mal fragen, was habt ihr denn eine Krawatte, zwei Socken. Ja, das genau. Krawatten sind scheiße, wir sind ja kein seriöser Podcast. Ja. Was habt ihr denn für Füße, so für Schuhgrößen? 43. Du, 43? Ich auch 43, 44, je nachdem. Der ja, Sommer? Eher 44, ja, so wieder. Okay, lief. 43, da muss ich mal gucken. 43, das hatte ich mir eh für den Prollo, guck mal. Och, bei dir, ach, guck. Bei dir ist Sekt drauf, weil du bist ja nicht so fürs Bier und bei euch ja, beiden hätte ich einmal Biersocken. Sehr schön. So, mit schön Bier drauf. Ach, und traumhaft. Super. Ja. Das ist wunderbar, Ben. Du hast vor der ganzen Sockenaufregung hast du ganz vergessen, uns vorzustellen hier, uns zu begrüßen. Ja, pass auf. Also, ich habe einmal eine Packung Socken an den lieben Prollo Ferrari übergeben. Jawohl. Jawohl. Und natürlich auch an denjenigen, der es hier am lauthalsesten einfordert, den Herrn Sammer, wie immer, genau auf den Punkt motiviert. Danke. Und einmal mehr Gastgeber im jetzt schon fast legendären Beef Hole, Beef Rogers. Darf man das jetzt aufmachen? Söckchen, Schneeflöckchen. Ja, du darfst das aufmachen. Ich habe das liebevoll verpackt, aber das zu Hause so, dass man es ganz noch ehrlich sieht. Und ich konnte da einfach nicht dran vorbeigehen, weil ich dachte, das ist doch was für unseren Podcast. Wir trinken ja hier gerne. Welche mit Mikros gab es leider nicht. Und ich bin ein bisschen drauf gekommen, weil ich im Radio, wir haben ja noch, glaube ich, noch nie das vertonte Radio gemacht hier. Wobei man das gar nicht vertonen muss, wenn man drüber nachdenkt. Ich hatte jetzt auch gerade gezuckt. Oh, ich denke so. Aber sei es drum, wir vertonen ja auch Videos. Da haben bei 1 Live zwei Typen so diesen Klassiker geschildert, den ich jetzt hier nachstellen wollte. Wenn du eigentlich so stillschweigend oder auch explizit vereinbart hast, dir nichts zu schenken und dann kommt aber einer von beiden trotzdem um die Ecke und sagt, nur eine Kleinigkeit. Und dann ist der andere oder die andere dann so ein bisschen verlegen. Und in diese Verlegenheit wollte ich euch eigentlich bringen und ich will es jetzt auch nochmal steigern, weil ich habe im Sommer auch, das geht jetzt auch raus an unsere Hörerinnen und Hörer, hatte ich mal Geschenke eingefordert, insbesondere das Paulaner Superpack mit dem Tipkick-Männchen zur EM. Hat mir keine Sau geschenkt, also habe ich es mir selber gekauft, weil ich stehe halt voll auf Tipkick und das müssen wir jetzt mal trinken, weil traumhaft, sonst ist es um. Ja. Also deswegen habe ich auch hier schon mal den Beef gebeten, Weizengläser vorzubereiten. Das schenken wir gleich aus. Und damit das aber für alle lecker ist, auch für unsere Mimöschen, trinken wir heute das in der Variante Bananenweizen. Oh. Wie einst auf Sylt mit meinen Freunden.
Hey, Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, was für Socken das sind, die der Ben Cartwright uns hier geschenkt hat. Das habt ihr noch nie gesehen. Ich sag's euch. Das sind auf jeden Fall Kniestrümpfe. Das sind 100% Baumwollsocken. Ja. Voll schön, farbenfroh. Also das eine Paar ist hier mit Bierhumpen gefüllten und Bierflaschen. Das eine könnte Heineken sein. Sehr schrill eher. Was ist das? Ach so, da ist sogar eine Bierproduktion. Also die Gerätschaften aus einer Brauerei sind da auch noch drauf abgebildet. Und das andere sind einfach... Riechen sie auch ein bisschen nach Maische? Oder nach Hopfen oder so? Ja, absolut. Ja, traumhaft. Und Karo, das andere Paar hier, grün, gelb, grau, hellgrau und dunkelgrau. Traumhaft. Ja. Also... Ist ja sowieso der Klassiker, auch mit wir schenken uns nichts, kostet ja ungefähr 70 Euro. Das ist ja also das... Genau. Also ich muss gestehen, es war knapp drunter jetzt eure Socken, aber es sind jetzt auch... Also ich glaube, die sind so schön, die ziehe ich auch über die Hose an. Ja. Ja. Sehr schön. So, ich reiß mal hier die Packung auf, dann kann ich endlich mal mein Tippkick-Männchen ausprobieren über Weihnachten. Und um die Stimmung hier zu verkomplettieren, ich habe auch gerade ein Foto gemacht, muss man natürlich auch erwähnen, die Jungs sind ja eigentlich nicht mit leeren Händen da. Weil der liebe Herr Sammer hat schön Stollen mitgebracht, der wirklich saftig und lecker aussieht und schwarzer, saftiger, leckerer, gebackener Stollen. Sammer, vielleicht kannst du das kurz... Ja, ich sag vielleicht noch zwei Worte zu dem Stollen. Der ist nämlich von einem Kumpel, der im Schwarzwald lebt. Der ist Meisterbäcker und jedes Jahr... Um diese Zeit schickt er mir postalisch diesen selbstgebackenen Mandelstollen und der ist so ausgezeichnet, dass ich den unbedingt hier in dieser illustren Runde mit euch teilen wollte. Und ich hoffe, der Prollo mit seiner Mandelallergie wird auch noch zugreifen. Nein, aber ich hab schon mal genascht. Matthias, ich weiß, du hörst uns nicht zu. Vielen Dank für diesen leckeren Stollen. Der sieht auf jeden Fall unfassbar gut aus. Ja, ist der ist wirklich, auch richtig lecker. Wirklich, hat wahrscheinlich auch nur ganz wenig Mandelprolo. Du zum kannst aber zugreifen. Ja, die Mandeln lachen mich doch schon an. So dicke, feiste Orangenstückchen und ordentlich Zucker oben drauf. Wie nennt man das Grüne nochmal? Das vergesse ich immer. Schimmel. Nein. Sag doch mal. Ich weiß nicht, ich habe es auch vergessen. Orangeat? Nee, das ist ja nicht grün. Nee, das ist nicht grün. Ah, das ist irgendwas mit Limette oder so? Nee, Limette ist jetzt auch nicht im klassischen Stollen. Ja, weiß ich nicht. Zitronat, nee. Ja. Wir werden es googeln oder wer es weiß. Pilzomat. Glutamat. Das war's. So, anbei, der kleine Tippkickmann, der hat sogar anders als die normalen einen Flaschenöffner hinten dran. Das ist wahrscheinlich hier der besondere Clou. Also, hört das hier klack, klack. Ich stehe total auf Tippkick und bitteschön, die Socken wollte ich nicht klauen. Das war nur fürs Foto. Werte Podcast-Hörer, wenn ihr jetzt dieses Glänzen in den Augen von unserem Chef Ben sehen könntet, es ist ein Traum. Ich habe mich ja schon heimlich umgeguckt, ob ich nicht irgendwie eine von deinen Obstschalen schenken darf. Also das muss ich jetzt schon sagen, das ist wirklich cool, dieses Tippkick-Männchen als Flaschenöffner. Also der Flaschenöffner integriert in dem Standfuß sozusagen. Großartig, das ist wirklich toll. Ich hatte auch ein bisschen auf dich gehofft, Sammer, eigentlich, als ich das im Sommer sagte, wenn die sozusagen die Zuhörerinnen, ZuhörerInnen uns nicht beglücken oder mich nicht beglücken, dass du das tust, denn was die meisten nicht wissen, der Sammer ist wahrscheinlich immer noch amtierender Tippkick-Weltmeister. Jetzt bricht gleich das Männchen. Weil wir vor 20 Jahren, da habe ich noch irgendwo in einer Wohnung in der Stadt gewohnt, haben wir ein Tippkick-Turnier gemacht mit 15 Leuten und der Sammer hat mit so einem ganz raffinierten, der hat immer diese Heber gemacht, wo du gar nicht dran kamst. Die flogen dann so über den ganzen Platz und senken sich ganz gemein ins Netz. Und damit hat er das Finale, meine ich, 1-0 gewonnen und er hat dann eigentlich die Pflicht gehabt, das sozusagen im nächsten Jahr auszurichten und er entzieht sich dieser Pflicht und bleibt damit seit 20 Jahren amtierender Tippkickmeister. Das ist eine Riesenschweinerei eigentlich. Ja, das ist, du hast meine Strategie voll durchblickt und ich muss sagen, das hat echt Bock gebracht, weil ausnahmsweise habe ich mal echt alle platt gemacht. Das Finale kann sein, dass das ein bisschen spannender war, aber ich hab schon als kleiner Junge, haben wir, also ich und mein Bruder vor allem, aber auch mit Kumpels, Tippkick lieben gelernt. Und das Schönste sind diese Schüsse übers ganze Feld und dann
wahlweise entweder so einfach so, dass sie sich hinterm Torwart reinsenken oder noch besser, dass die so kurz vom Torwart aufticken und mit diesen eckigen Bällen, die verspringen so, die kann kein Mensch halten. Ja, großartig. Und das ist eine komplett andere Strategie als meine. Ich liebe die Dinger auch, diese Schüsse über den ganzen Platz, aber ich habe immer so diese, wenn du mit der Spitze nur schießt, ne, du machst ja so Art Heber und hast es dann raus, genau die Länge zu justieren. Ich habe eher so ein noch so einen halben Zentimeter zurück und dann kannst du den mit der Spitze so richtig richtig picke voll erwischen und dann fliegt der auch so wie ein Strich eigentlich, ne? Und wenn du den dann so von der Höhe genau erwischst, dann knallst du den dann in Winkel. Das hat noch ein bisschen spektakulärer, aber deine Strategie, das hat man gemerkt, du hast das tausendmal gemacht. Und er hat immer wieder so, und du wusstest schon, scheiße, wie halte ich das jetzt? 10 Meter weit weg und trotzdem so, batsch, war der dann hinten drin. War eine Riesensauerei. Also da merkt man schon im Spiel, dass er ein ausgebufftes Schlitzohr ist. Absolut. So, genug der Worte. Also ich möchte in der nächsten Folge. Das ist ja eigentlich beim Podcast blöd mit genug der Worte. Ne? Das ist ja irgendwie ungeschickt im Podcast. Ja, ja, genug, ich wollte natürlich sagen, genug der weihnachtlichen Worte. Ach so. Wobei das stimmt überhaupt nicht, weil wir hatten ja besprochen, dass ich hier noch eine kleine Überleitung mache. Nur deshalb das Ganze drumherum. Wir waren ja gerade beim Thema Weihnachtsgeschenke. Und jetzt mal die Frage: Wie kauft ihr denn eure Weihnachtsgeschenke ein? Kurzfristig. Habt ihr schon alles? Wir haben heute den 23. Ja. Also wir haben, nachdem jetzt sämtliche Paketdienste etwa 23 Mal insgesamt da waren, haben wir alle Weihnachtsgeschenke. Wir haben tatsächlich dieses Jahr gar nichts vor Ort gekauft. Okay. Nicht, dass wir irgendwas boykottieren, aber wir kommen halt gerade auch schlecht raus. Also ich muss sagen, dass mit den Online-Geschenke kaufen hat bei mir auch extrem zugenommen. Und so muss ich zu meiner Schande zugeben, dass auch wahrscheinlich die Mehrzahl der Geschenke online bestellt wurde. Aber ich habe mir tatsächlich heute und gestern noch die Mühe gemacht und habe den Einzelhandel in der City unterstützt und denen noch ein bisschen Geld hinterhergeworfen, in der Hoffnung, dass es die nach Corona noch gibt. Wir haben innerhalb von einer gefühlten Viertelstunde, haben wir, glaube ich, einen fast dreistelligen Betrag auf dem Weihnachtsmarkt gelassen. Nicht ganz, aber so kommt es einem mittlerweile geklaut vor. Geklaut worden, oder? Nö, einfach also durch Riesenrad für 3 Personen, dann noch eine Zuckerwatte und gebrannte Mandeln hinterher. Und wenn man dann einmal so durchschlendert und das Ganze ohne Alkohol. Also das, wir waren mit Kind dabei. Ja, zu fünft kann man da schon mal Geld loswerden. Ja, mit einem nur. Mit einem warte ja, nur. Zumal sich die anderen noch nicht wehren können, wenn die, die können halt nur rumbrüllen. Und das war auch leider der Grund, warum sie nicht mit durften. Ja, bei uns war es auch eine Mischung aus Online- und Ladenkauf, wobei ich glaube, gefühlt eher noch der Ladenkauf überwiegt. Das aber wirklich jetzt, ich könnte es jetzt auch, müsste man vielleicht in mehrerlei Sachen, also entweder rein mengenmäßig, also die Anzahl der Geschenke und dann das gegeneinander halten oder aber auch was das Wertige angeht. Also ein, zwei teurere Teile haben wir tatsächlich auch bestellt, aber wie gesagt, ich glaube mengenmäßig jetzt von der Stückzahl her tendenziell noch mehr in Läden gekauft. Ja, das ehrt dich. Also ich habe, glaube ich, überwiegend auch eher online, habe dann aber bei ein paar Sachen bewusst gesagt, das machst du lokal und habe es auch bestellt. Ein Buch beispielsweise kann man ja bei einem großen Versandhändler bestellen oder bei einem Buchladen, den es lokal und im Internet gibt. Und ich habe es sogar in den Laden bestellt und bin gestern dann dahin und haben die Idioten mir das falsche Buch dahin gelegt. Habe ich auch gedacht, super, jetzt ist nicht klar, ob es noch kommt. Ja. Und jetzt habe ich es heute Morgen dann doch bei dem großen Versandhändler bestellt und das kommt morgen früh. Also mal schauen, ja, aber was Bücher angeht, habe ich den großen Vorteil, dass mein Nachbar Buchhändler ist und ich dem einfach eine Mail schreibe und er es mir dann quasi am nächsten Morgen oder am nächsten Tag dann einfach vor die Haustür legt. Das ist, ich dachte, der Sammer ist dein Nachbar. Auch. Also dann ist der mehrere, Buchhändler. Mal, mehrere Seiten. Ist ja so eine sternförmige Straße. Ja, genau. Verrückt hier. Ja, es ist ein völliger Wahnsinn. König Beef wohnt hier so auf so einer Anhöhe. Genau. König Beef. Genau. Dankeschön. Darf ich das gerade aufgreifen? König Beef. Also perfekt läuft das heute. Perfekt. Ich möchte Ganz kurz, bevor du mir das jetzt kaputt machst, wie immer, möchte ich das König Beef aufgreifen und auf eine Königin von England zu sprechen kommen. Und was glaubt ihr, wie die ihre Geschenke kauft?
wie die das macht. Die kann ja nicht einfach in den Laden reingehen, so zu Marks & Spencers oder Tesco. Die schickt irgendjemanden. Die hat irgend so einen super Butler, der dann für die mit der Riesenliste shoppen geht. Ich glaube, der Laden kommt zu ihr. Sollte man meinen, und der Prollo, dass man merkt, das ist ein Royal-Kenner. Ja, ich bin Royal-Kenner. Ich hätte es jetzt auch vermutet. Hast du auch die Bunte gelesen? Weil ja. Ich habe sie in der Bunten ich heute alle ganz Freizeitrevue, die Bunte. Entweder warst du beim Ass oder dir war langweilig. Oder saß Magazin Royal, alles. Ja, tatsächlich, die Queen, die macht das schon persönlich, dass sie die Geschenke aussucht und sagt nicht etwa, ihr kauft dir mal irgendwie ein paar Socken oder so, sondern das möchte ich schon persönlich aussuchen, aber sie kann ja nicht so wirklich in die Innenstadt fahren und da durch die Läden spazieren und deswegen kommen die Läden tatsächlich zu ihr. Die, das geht schon das ganze Jahr, dass die dann so Samples im Endeffekt schicken zu ihr, was sie wohl so grundsätzlich, in welche Richtung das so geht, was sie interessiert und dann kurz, ich weiß gar nicht, wann das genau passiert, aber jedenfalls rechtzeitig vor Weihnachten packen die dann alles ein, von allem im Endeffekt so ein Belegexemplar, würde man in der Presse sagen, und schaffen das in den Buckingham Palace und dann fährt sozusagen das ganze Inventar eines Ladens an ihr vorbei und sie kann dann da entscheiden oder sie kann dann da so durchgehen und Fragen stellen und ja, fand ich irgendwie ganz cool, dass sie es A, selber macht und sozusagen sagt, das ist Chefsache, Chefinnen, Königin-Sache und B, dann aber da so eine Lösung findet, die sich wahrscheinlich nur King Beef und die Queen leisten können. Also bei mir kommt auch nur der eine Buchhändler, das muss ich gestehen. Ja, aber es geht schon in diese Richtung, mein Lieber. Merkt man, ne? Also da muss ich jetzt irgendwie gerade an uns Angie denken, von der ich jetzt Prost. Von der ich anlässlich ihres Abschieds wurden ja so ein paar Geschichten auch erzählt. Und eine Geschichte, die ich gehört hatte, ich habe jetzt leider vergessen, um welches Produkt es genau ging. Aber da wurde erzählt, dass die durchaus höchstpersönlich in den Supermarkt ihres Vertrauens geht und da auftaucht und dann irgendwie eine Konserve, das wurde in der Geschichte so vorgetragen, jedenfalls irgendeine Konserve suchte und der Filialleiter oder wer auch immer da dann helfend dazu kam, dann meinte, aber das haben wir doch auch anders, haben wir doch frisch und dies und das. Und sie sagt, ich will aber ganz gerne diese Konserve haben. Also das finde ich sehr bodenständig. Ja, das finde ich eigentlich aber sehr, die gute sehr Frau angenehm. Hat wahrscheinlich auch viele Termine, ja. Da kannst du dir das nicht frisch hinlegen, da kommst du nach 3 Tagen zurück. Es ist faul, ja. Deswegen, ich habe auch immer gerne so eine Dose Ravioli einfach im Schrank für Notfälle. Also die habe ich super gern früher gegessen, muss ich echt zugeben. So nach der Abi-Zeit, wo die Vitamine und all das beim Essen vielleicht noch nicht so die große Rolle spielten, da waren die Dosen Ravioli ganz hoch im Kurs. Ja, also ich will damit nicht sagen, dass sie mir schmeckt, aber es ist besser als kein Essen. Ja. Ich hasse Ravioli. Ich wurde im Kindergarten die ganze Zeit mitgefüttert. Ich kann es nicht. Im Kindergarten? Ja, ich war in Berlin im Kindergarten und in meiner kindlichen Erinnerung gab es immer nur Ravioli oder rote Beete. Und beides finde ich eklig. Und diesen roten Tee. Ja, das ist wahrscheinlich. Ich stell mir jetzt so ein Bild vor von so einer Betreuerin, die da sitzt, so den kleinen Ben auf dem Schoß hat und ihm zwangsweise diese Löffel mit Löffeln und Dosen Ravioli. In so weißen ich habe eher in einem Kindergarten. Ja, aber wenn man das isst, dann kitzelt das doch so voll im Hals. Bei diesen Dosen Ravioli, das merkt. Du musst die Dose vorher abmachen. Also ich stelle es mir eher anders vor. Also ich stelle mir halt so einen Kindergarten vor, wo da irgendwie rote Beete verfüttert wird. Das sieht doch aus, als hätten sie da ein Splatter-Movie gedreht irgendwie. Das ist doch danach alles. Ja, das war doch so ein Hippie-Kinderladen. Kinderladen eigentlich. Also das war ja wirklich so ein, das war so was Alternatives. Aber dass die da die ganze Zeit Dosen-Ravioli kredenzt haben, war super alternativ, ja. Na, vielleicht war es Bio-Weißblech. Ich hätte auch noch was aus dem Supermarkt. Vielleicht, das passt ja ganz gut, wenn wir jetzt hier schon unsere ehemalige, jetzige Altbundeskanzlerin da zitiert haben, die irgendwelche Spreewaldgurken oder was auch immer gesucht hat. Geht in das Reich der Psychologie und da jetzt einfach die Frage, könnt ihr euch denn vorstellen, was das Kaufverhalten von Kunden im Supermarkt beeinflusst?
irgendwelche Ideen. Ja, die Musik, die da läuft natürlich. Musik, also dieses Hintergrundgedudel oder sowas. Ja, bei ja, Metal ja, wird mehr Bier gekauft und sonst ja, mehr. Genau, bei genau. Bei Helene und, mehr anderen Kram. Und Herr Malikowski, Kasse 5, bitte. Ja, genau. Also, ob das aber verkaufsanregend ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wenn der Herr Malikowski ausgerufen wird. Sonst noch ja, was. So die Höhe der Auslagen. Mhm. Ja. Klassiker. Noch irgendwie Ideen? Die Preise. Geruch. Machen die nicht auch einen speziellen Geruch? An der Käsetheke riecht es immer nach Käse. Das ist jetzt eine echte Überraschung, ja, ne? Also, wäre vielleicht auch komisch, wenn es da nach Fisch rieche. Egal. Ja, alles richtig. Also es ist zum Beispiel auch schon das länger. Licht. Das Licht ist auf jeden Fall noch speziell. Ja, Licht ist speziell, gerade bei Gemüse. Das ist ja dann auch, das wird ja damit mit so einem warmen Licht angestrahlt, damit es noch farbenintensiver wirkt. Und man nimmt dann also einen knallroten Apfel mit und zu Hause ist er dann eher grün. Aber egal, auf jeden Fall richtig. Was zum Beispiel auch schon vor längerem entdeckt wurde, ist, dass die Menge der verschiedenen Marmeladensorten zum Beispiel, also Marmeladengläser, wenn zu viele nebeneinander stehen, dann wird weniger gekauft, weil die Leute dann von der Entscheidung, welche sie denn nehmen von den 35 Sorten, überfordert sind. Aber, und was jetzt mal ganz neu ist, ist tatsächlich entscheidend oder ein wohl wichtiger Faktor, was den Verkauf angeht, ist die Griffgestaltung des Wagens, des Einkaufwagens. Oh. Weil, das hat tatsächlich eine Forschergruppe aus Innsbruck irgendwie untersucht, da geht es wohl einfach darum, dass bei bestimmter Haltung, so ähnlich wie bei einer Schubkarre, wird halt der Trizeps aktiviert und bei dem normalen Querstang wird der Trizeps aktiviert und was eher im Kopf mit Ablehnung oder Vermeidung assoziiert wird. Das ist also, wenn man so quasi was sich mit ausgestreckten Händen irgendwie so abwehrend oder sowas. Redest du jetzt von diesen Pistolengriffen als Alternative? Sowas in der Art. So ich liebe diese Einkaufswagen. Ja, ohne Scheiß. Die sind viel cooler. Ja. Ich meine, ich bin Cartwright, ich habe auch immer so eine Pistole im Halfter, das ist klar. Und das ist auch so mein Schießt Pistolengriff. Schießt ja auch gerne aus der Hüfte. Richtig. Ja. Und wenn man dann aber auch im Einkaufen so ein bisschen in Bewegung bleiben kann und in Übung, ja. Das finde ich extrem attraktiv, diese Wagen. Ja. Jetzt, wo du es sagst, noch nie drüber nachgedacht. Das ist eine Daumen-Hoch-Mentalität, die du so hast. Ja, aber wirklich. Ist aber tatsächlich so. Also das ist tatsächlich auch psychologisch so und hat wohl auch wirklich Einfluss auf den, also diese unterschiedliche Nutzung der Armmuskeln belegt und dass das tatsächlich auch Einfluss auf das Kaufverhalten hat. Die haben das halt untersucht, auch mit so und so viel 1000 Prozent. Und das wurde also teilweise, diese Griffe wurden, haben die Kauflust um mehr als 25% gesteigert. Ist ja irre. Also auch wirklich viel. Also ist ja nicht nur irgendwie jetzt ein halbes Prozent. So einiges. Jetzt erklär, warum der Wagen immer so voll ist, wenn du da mit Pistolengriffen fährst, ne? Ja, aber kannst du das noch ein bisschen genauer begründen? Also jetzt außer, dass da so und so viel 1000 Sei doch einfach mal begeistert. Also das ist tatsächlich, also mit der normalen Querstange, sagte ich ja eben. Und wenn diese ungewohnten Griffe, der Wagen Griffe hat, die in Fahrtrichtung, dann ist das eher so wie bei der Schubkarre und das ist eher so, als wenn man quasi den Unterarmstrecker, der im Alltag dazu dient, Dinge von sich wegzuschieben und so weiter, das ist die Ablehnung und das andere ist dann eher diese einzusetzende Bizeps beim Schubkarren, also dieses Ziehen, ist dann eher Konsum und Annäherung. Das sind so diese Assoziationen, die der Mensch unbewusst verknüpft damit. Was mich ja total abtönt, wenn der Wagen hinkt, also wenn eins dieser Räder so ein bisschen hinterher schlabbert, dann kaufe ich nichts Schweres mehr. Oder so versifft ist. Ich hatte das auch schon mal, dass die Griffe, egal wie sie aussehen, wenn die so eingeschlemmt sind vom Vorbesitzer, das ist auch nur so Mittel. Ich versuche ja schon vor Corona nur so Mittel. Und jetzt ist es so richtig unter die Schublade. Ich versuche mich gerade so ein bisschen dran zu erinnern, wie es sich angefühlt hat, wenn ich in die Vergangenheit schaue, wenn ich mal eine Schubkarre geschoben habe. Also irgendwie so die Kauflust habe ich dabei irgendwie oder ein vergleichbares Gefühl, kann ich mich nicht dran erinnern. Aber ist ein guter Gedanke. Stell dir das trotzdem nochmal vor, eine Schubkarre zu schieben ist irgendwie angenehm auch. Das hat was, so diese Bewegung. Ja, wenn sie leer ist. Ja, stimmt natürlich. Aber trotzdem, diese Bewegung, die ist tatsächlich angenehmer, als wenn ich, mach's nur mal hier am Tisch. Du machst so, denkst du, so, oh, das ist kein Problem. Und kaum musst du die Arme um 90 Grad drehen und so, dann spannt ja hier auch der Unterarm. Dann musst du ganz andere Muskeln bewegen. Und
Ich merke gerade so eine ablehnende Haltung. Ja, aber was sind, das dann, was sind denn das dann für Amateure beim Aldi? Das gibt's doch überhaupt nicht. Die haben das doch auch. Ist tatsächlich, haben die? Ich war ja heute noch da. Die haben das auch. Also es ist tatsächlich eine relativ, also das ist wohl so, dass also die diese Konsumforscher, die das dann untersucht haben, die waren tatsächlich auch selber ein bisschen überrascht, weil das, also der Einkaufswagen ist noch nie so in diesen Aspekten im Blickwinkel gewesen. Ansonsten ist das alles, wie ihr eben schon gesagt habt, Rollo und so weiter, alles schon fein, dass das alles schon untersucht wurde, die Höhe der Angebote, dass also quasi auf Augenhöhe, so auf der Durchschnittsaugenhöhe immer die teuersten und die Markenprodukte sind und eher die Eigenmarken und die Billigangebote eher ganz unten oder ganz oben. Das heißt, du musst runtergucken, hochgucken, die Musik, die dudelt, das Licht. Alles Dinge, die schon immer durchexerziert wurden, auch die Anordnung der Regale, also wo, was ist quasi. Auch das ist ja alles durch. Nur die Einkaufswagen, die waren bis jetzt eher so ein bisschen außen vor, zumindest was die Griffe angeht. Manche haben ja schon diese Lupen, das ist dann eher die Zielgruppe, sagen wir mal 50 plus, dass dann quasi Vergrößerungsglas am Wagen ist. Und, da haben wir ja Gott sei Dank noch Zeit. Ja, lang. Aber ich fand das ganz spannend. Also, passt jetzt ja auch ganz schön hier zu den Einkaufsverhalten. Und ich denke, Konsum ist ja immer eine gute Sache. Stell dir doch mal die Queen vor. Dann hat die da im Buckingham Palace den Marks & Spencer und die ganzen Läden aufgebaut. Und dann nimmt die sich auch so einen Wagen und fährt dann da so durch die Hallen ihres Palastes und packt dann ein. Also, ich werde jetzt auf jeden Fall mal darauf achten, was für Einkaufswagen die verschiedenen Läden so haben. Also, wenn ich ganz ehrlich bin und mir versuche vorzustellen, wie die aussehen, die, wo ich regelmäßig einkaufe, dann muss ich dir sagen, dass ich das gar nicht weiß. Also der Einkaufswagen ist bei mir visuell in meiner Erinnerung gerade nicht abrufbar. Also der Griff. Ich kann es dir heute sagen, nur damit wir auch nicht nur den Aldi hier stehen lassen. Ich war heute im Aldi und im DM. Die haben beide diesen Pistolengriff. Im Lidl war ich gestern, die haben auch den Pistolengriff, zumindest in den rebooteten Lidls. Und der nagelneue Riesenrewe hier, die Amateure, die haben den Stangengriff. Tja. Die werden sich jetzt sonst hin. Da gehen wir demnächst mal hin und beschimpfen die richtig übel. Wir schmeißen denen mal so ein paar Wagen da rein. Ja. Und dann sagen wir, hier kaufen wir nichts. Bei Querwagenlenkern. Querlenkern. Sehr schön. Querlenker. Good beef. Der kam, das weiß ich ja, aber Ben. Also Querlenker kam von Ben. Ich habe ja noch rumgestochert vorher. Ich habe jetzt mal was Überleitungsfreies, weil das liegt mir jetzt schon die ganze Zeit auf der Zunge und das fand ich einfach eine ganz tolle Weihnachtsgeschichte letztendlich. Wir müssen aber von Norddeutschland bis nach China reisen dafür. Machen wir weiter. Nee, alles gut. Es geht nämlich um ein Lied. Was ist denn das hier schon los? Ja, mach mal. Also, dann machen wir das gemeinsam. Ich habe noch ein paar Dinger dabei. Es ist ein deutscher Schlager, ne? Es geht um einen Schlager. Der Schlager heißt Aloha Hajahi. Und der ist von Und der Schlager ist auf dem Album. Also. Ich werde es mal auflösen. Ich vermute, das war jetzt chinesisch ausgesprochen. Also, heißt Achim Reichel. Wer einmal versucht hat, chinesisch zu sprechen von uns, weiß wahrscheinlich, dass es umgekehrt wahrscheinlich genauso schwierig ist. Und der gute Mann, sag mal, weiß schon Bescheid, der hatte vor 30 Jahren ein gar nicht mal so tolles Lied schnell zusammengeschustert. Ja, das ist aber erstaunlicherweise, das musste wohl irgendwie schnell gehen, hat er im NDR-Interview auch gesagt, hatte irgendwie sich das Lied noch für einen Zweck zusammengeschustert, wofür er es dann gar nicht gebraucht hat. Und das kam echt gut an. Und Aloha He übrigens, um das mal ganz deutlich hier zu sagen. Habe ich doch gesagt. Aloha Hea He. Aloha Hea He. Genau, und ich habe euch hier auch mal einen kurzen Clip mitgebracht, dass ihr wisst, so ein bisschen um die Atmosphäre einzufangen. Also, liebe Zuhörer, schaut mal hin. So fängt das an. Jetzt kriegen wir wieder GEMA-Probleme, Alter. So, das geht auch so weiter. Also das Intro ist unfassbar lang und der Clip ist gar nicht so gut gealtert, muss ich sagen. Da sind irgendwelche hawaiianischen Schönheiten und es geht eigentlich aber um Sansibar. Und ja, gut. Der Kenner weiß, Hawaii, Afrika, egal. Ja, irgendwann, also vor langer, langer Zeit war das alles Gondwana. Also von daher. Was heißt hier schlecht gealtert? Also ich finde das Ding super. Ja, das ist doch super. Nein, das ging mir einzig und allein um. Mach das jetzt mal weg da.
Das ist doch herrlich. Nein. Also letztendlich, ihr fragt euch jetzt schon erstens, was haben die beiden Typen hier? Ich habe mich echt stundenlang beömmelt hier. Und wie kommt das Ding nach China? Und ja, letztendlich, der gute Mann konnte es selber kaum glauben. Der hatte plötzlich, hat wohl einen Kumpel in China, der da arbeitet, und der rief ihn plötzlich an. Ich glaube es nicht. Ich bin hier in China. Und wen höre ich? Achim Reichel, das glaubt mir doch kein Mensch. Und ich habe so gedacht, ach ja, schön. Ja, also ja, es ist tatsächlich gar nicht so, es ging wirklich um die Ecke. Also es gibt da nämlich einen TikToker. TikTok heißt übrigens in China, glaube ich, Douyin. Und jetzt wird demnächst in den Medienpodcast in China meine Aussprache belächelt, so wie ich es eben hier auch getan habe. da gibt es wohl einen, der Spiegel nennt ihn Klassenkamerad Zhang. Die Übersetzer vom NDR haben Mitschüler Zhang draus gemacht. Und der hat so ein bisschen so Heimatvideos, ja, so der wohnt da so in der dörflichen Gegend wohl und macht Videos über das Leben da, ja. In einem habe ich mal gesehen, da backt er so irgendwie eine schöne Teigspezialität, die ich nicht näher identifizieren konnte, und hat aber im Hintergrund die ganze Zeit und minutenlang dieses Ding da laufen. Und in China. In beim China. Backen. Ja, das hat er sich so als Hintergrundmusik. Ich habe hier einen kleinen Fernsehbericht noch dabei. Oh, das ist kaputt gegangen jetzt. Das ist kaputt. Schade. Sonst hätte ich euch gezeigt. Wir werden ihn verlinken. Wir werden ihn verlinken. Ist kaputt gegangen. Genau, ne, das tatsächlich, der hat Millionen Follower, ich glaube 16 Millionen, ist tatsächlich über die Nummer auch im chinesischen Staatsfernsehen einer kleinen Sendung gewürdigt worden. Und die Leute wurden halt irgendwann auch auf den Hintergrundclip aufmerksam, weil der stellenweise echt sich wiederholt. Das ist wohl sein Lieblingslied. Wurde von, ich sag mal, offenbar unzufriedenen Hörern auch als gehirngewaschene russische Background-Musik beschrieben. Ist allerdings eine Fehlinformation. Aber ich glaube, für einen Chinesen klingt Russisch jetzt gar nicht so viel anders als Deutsch, würde ich mal behaupten, im Vergleich gesehen. Ja, und die Leute haben halt Shazam benutzt, ja, was man so macht heutzutage, und haben das Lied halt gefunden. Und das hat das dazu geführt, dass das 30 Jahre alte Stück recht zügig dann, ich glaube sogar Platz 1 von welchen Charts, Shazam-Charts oder Abrufen auch immer erreicht. Du musst das vielleicht noch erklären, weil nicht jeder bitte. Shazam kennt. Doch. Nein. Doch. Shazam, ich wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, so mit Abstand meine absolute Lieblings-App auf meinem Handy. Das ja eine Musikerkennungs-App, für die es tatsächlich nicht wissen, aber ich würde fast vermuten, die hat ja ziemlich jeder da drauf. Also ich habe schon so geile Lieder. Ja, du sitzt irgendwo und der erkennt wirklich 95% der Musik und auch so abgefucktes Zeug, was ich gerne mal höre, erkennt er dann und dann packt er das halt gleich noch in so eine Playlist. Ja, genau. Und das vielleicht noch, also ich glaube, es gibt durchaus Leute, die nicht kennen. Das Geile ist ja, dass der daraus dann eben auch Charts macht. Also sprich, die haben eben, dadurch, dass die Leute, die Chinesen, das gehört haben und wissen wollten, was das ist, wurde das dann ist das plötzlich in diesen Charts von dieser Shazam-App eben auf Platz 1 aufgetaucht, weshalb man weiß, dass die Chinesen das eben millionenfach suchen und hören wollen. Ja, du kannst auch, die verdienen ihr Geld damit, dass sie dann Links auf Musikstreaming und Musik, Apple Music und so weiter anbieten und den entsprechenden Link dann gleich mit dazu liefern. Mal spannende Frage, hat denn der Achim Rachel, hat er denn was davon? Also sprich, gibt es da so eine Art GEMA-Gebühren oder sonst irgendwas? Tatsächlich waren andere ausnahmsweise, will ich sagen, schneller als wir und haben den guten Mann tatsächlich interviewt. Ich glaube, im NDR war das. Und so richtig GEMA gibt es da nicht. Da muss man wohl mit den einzelnen Radiosendern und was es da so gibt, irgendwie einzeln verhandeln. Und er hat da so ein bisschen Glück, weil er da wohl ganz gut pauschal vertraglich über einen Musikverlag hier dran ist und muss sich da jetzt nicht groß um was kümmern und die regeln das dann schon. Ich weiß nicht, also
über so Musikstreaming verdient man sich jetzt, glaube ich, nicht so die goldene Nase, meines Wissens. Aber gut, wenn Chinesen sind ja tendenziell zahlreicher, ja, und wenn der Typ 16 Millionen Follower hat und die Leute sich das gerne mal anhören, ist ja schön, ist ja auch ein nettes Liedchen. Also, ja, in unserer Größenordnung, was die Abonnenten ja, anbelangt. Ja, genau, der hat ja, wir sind in China, also ja, hier ist schon mehr noch, aber ja gut, es gibt also, da nicht so viele Chinesen. Halt die ja, klar, aber was ganz anderes, jetzt mal ohne Flachs, meine ich jetzt gar nicht böse, aber ist denn tatsächlich, muss man denn, also ich sag mal so, es ist ja, glaube ich, rein rechtlich ist ja China, glaube ich, ein schwieriger Raum, sage ich jetzt mal vorsichtig. Das ist ein Rechtsstaat, eine lupenreine Demokratie. Und das war das, nee, das war das andere. Das war das, ach so, das war das andere war, China. Das andere, wie soll ich sagen, die andere lupenreine Demokratie. Deswegen ist ein bisschen für mich die spannende Frage. Ich wurde aufgefordert, das hier einfach mal so reinzuwerfen. Ach so, ja, schönen Gruß an Gerhard. Und aber, nee, ganz im Ernst, also ist das denn, also kann man da denn Geld einfordern oder sagen wie, was interessiert es uns? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist noch nicht final geklärt, würde ich mal behaupten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der da wirklich Geld aus China kriegt. Aber es ist einfach, glaube ich, der Typ ist 77. Ich weiß auch nicht, ob der da jetzt wahnsinnig unbedingt dran verdienen will. Ich glaube, für den ist das einfach cool, dass sein Lied nach all den Jahrzehnten, die vergangen sind, plötzlich so ein Revival am anderen Ende der Welt hat. Ja. Ja. Also ich kann, wenn ihr mal außer unserem Podcast auch mal was anderes hören wollt, kann ich euch das Interview sehr empfehlen. Der freut sich da auch einen Ast. Ja, der ist da minutenlang, amüsiert er sich da. Ist doch auch geil. Alter, musst ihr mal wieder eine Kerze aufstellen. Ja. Es ist so, doch, aber jetzt mal unabhängig, ob man die Musik mag oder so, du machst halt vor 30 Jahren ein Lied und stell dir mal vor, wir machen jetzt hier einen Podcast. Wir sind jetzt auch ungefähr in dem Alter, dass wir in 30 Jahren in Achim Reichels Alter wären, also ich ziemlich genau, und dann bist du so am Lebensabend, kann man wahrscheinlich schon sagen, und auf einmal bist du so in den chinesischen Podcast-Charts ganz oben und die sagen, dieser geile, voll alte Podcast da aus ja, Deutschland. Ja, und so. Ja, dann sitzt der Ben sitzt dann in seinem Benanza-Mobil vorm Altenheim und dann Rollator. Ja, aber das ist doch total geil. Das ist doch auch ein Song zum Schwofen, ja, so für die Reeperbahn, die späten Stunden in der Kneipe. Aha. Und ja, der das ist. Ich höre den immer nur im Karneval. Aber ja, gut, aber der Achim Reichel, der ist halt gerne auf der Reeperbahn. Habe ich hier in der Welt gelesen, parallel. Und das ist doch einfach auch cool. Also stell dir vor, du hast das Lied entworfen oder gesungen und so weiter. Und ist das doch cool? Die Leute, die Vorstellung, dass da irgendwo im Reich der Mitte die Leute irgendwie berührt sind durch diese Musik. Ja, das ist ja jetzt kein Song zum Abrocken, sondern eher ne, so ein bisschen was zum Schwurfen eben. Also ich finde das cool, mich freut das für den Typen. Was ich ganz interessant fand, noch ein nettes Detail über ihn selber. Es geht ja da um ne, seine Fahrt auf dem Schiff da bei Sansibar und so weiter. Und er ist tatsächlich ja Sohn eines Seemanns, und sagt irgendwie selber, in der Ferne und Fremde habe er sich schon immer gelangweilt. Also hat er. In der Ferne und Fremde? Ja. Also er reist so gar nicht gerne, oder was? Ja, offensichtlich. Also anscheinend ist er, keine Ahnung, als Kind, weiß nicht, wie oft er da mit seinem Papa über die Weltmeere schippern musste, aber anscheinend fand er das gar nicht so prickelnd. Das ist natürlich eigentlich so ein bisschen das Gegenteil von dem, was so mit dem Lied transportiert wird, wobei jetzt das Lied natürlich nicht irgendwie darum geht, dass das Schiff fahren oder auf der See unterwegs sein so wahnsinnig toll ist, aber es ist schon so ein bisschen dieses Fernweh wird dadurch irgendwie schon transportiert und das ist eigentlich gar nicht das, was er persönlich so mag, ja, sag ich mal. Aber was er offensichtlich mag und was mir gerade sehr gut gefallen hat, war dieses Zitat von Prollo: Ich bekomme ohne Ende E-Mail von irgendwelchen Chinesen. Ja, das war ja großartig. Ja, ich find's cool, eine schöne Story. Aber wir haben noch nicht aufgelöst, von welchem Album das Lied jetzt eigentlich ist. Boah, ist das wichtig? Ja. Ja, also Melancholie und Sturmschwul, Sturmflut. Sturmschwul, was ist denn mit dir los? Wie geil. Also,
Ich finde es eine coole Geschichte und danke, Prollo, du hast es besser aufbereitet, als ich es aufbereitet hätte oder hatte. Sehr, sehr lustig. Ich habe jetzt was ganz anderes mitgebracht und handel mir jetzt wahrscheinlich wieder einen Klassenbucheintrag vom Ben Cartwright ein, weil ich hier wieder von einem Gerichtsurteil berichte. Ja, dann schreibe ich rein, der Klassenkamerad Chang berichtet wieder von einem. Aber ich habe mir auch vorgenommen, ich mache sowas, so ein Urteil oder sowas in der Art, nur noch, wenn vorher nicht mindestens einer hier aus dem Kreis das gemacht hat. Und bitte und keine, da der, nur noch rechtsgültige Urteile. Da der Beef Rogers letztens was aus irgendeinem Gerichtsraum hatte, Saal hatte. Und überhaupt, das muss man ja mal ansprechen, der Beef Rogers hatte ja die Gerichtsgeschichte, die schönste des Jahres bei uns im Chat, nicht ich, mit Budfucker 3000. Das stimmt. Also warst du das? Also ich war es nicht, Budfucker 3000. Ja, der Unterschied ist, der Beef Rogers, der schafft das auch auf so ein seichtes Niveau runterzuziehen und du kommst mit so Rechtstheorie dann immer daher und ja, in der ersten Instanz haben die dann so entschieden und dann war aber die Verhältnismäßigkeit nicht gegeben. In der ersten Instanz ist er noch König von Mallorca. Den musst du mir mal vorspielen. Nein, es ist jetzt ein aktueller Fall, denn es ist in den USA ein LKW-Fahrer wegen eines Verkehrsunfalls, den er verursacht hat, zu sage und schreibe 110 Jahren Knast verurteilt worden. Das habe ich heute Morgen gelesen, tatsächlich. Ja, brandaktuell. Riesenschweinerei, ne? Da gibt es einen Riesenaufruhr. Ja, da gibt es einen Riesenaufruhr. Also Folgendes ist passiert. Der aus Kuba stammende LKW-Fahrer ist mit seinem mit Baumstämmen beladenen LKW in Colorado, ist das, glaube ich, durchs Gebirge gebrettert oder gefahren und bergab haben dann irgendwann die Bremsen versagt. Ist natürlich scheiße mit so einem LKW mit Baumstämmen, 130 km/h hat er dadurch auf die Uhr gekriegt und ist dann in einen anderen Unfall, der auf der Straße war, reingerast. Es hat 4 Tote gegeben, 6 Verletzte, 28 beschädigte Fahrzeuge. Und jetzt haben sie ihn, also das war schon im April 2019, jetzt haben sie ihm den Prozess gemacht und er kriegt tatsächlich eine Haftstrafe von 110 Jahren. So, und jetzt einfach mal nur so, wollte ich spontan, der Ben hat schon gesagt, es gibt Aufruhr. Ich wollte mal hören, was ihr dazu zu sagen habt. Das sind 4,5 Millionen Menschen haben wohl schon eine Petition unterzeichnet in den USA, um da ein Gnadengesuch zu unterstützen und so weiter. Das Ganze kommt zustande, diese 110 Jahre wohl, weil die da die verschiedenen, es sind 27 Delikte, die er dadurch irgendwie sich zu Schulden hat kommen lassen und die werden addiert. Ja, das ist ja in Amerika grundsätzlich so. Die werden addiert und das sind alles Mindeststrafen, dann kommt man eben auf 110 Jahre. Ja, was sagt man dazu? Also ich frage mich erstmal, das war mein erster Gedanke, wer den überhaupt in die Schrottkarre reingesetzt hat. Ja, so ein LKW, klar, bergab, irgendwann ist die Bremse durch, aber das klingt jetzt nicht für Qualitätsware, also was der da fährt. Ja, und er fährt es ja wahrscheinlich jetzt auch für Geld und nicht als Hobby, ja. Ja. Also da stellt sich mir jetzt so die als Amateur und Ahnungsloser erstmal die Frage, der fährt das Ding ja nur, was soll er denn, hätte er denn machen sollen? Ja, genau, was hätte er denn machen sollen? Und das war in dem Artikel ja auch drin. Ich glaube, sie werfen ihm vor, dass er halt in diesen ungebremst in diesen Unfall reingeknallt ist und nicht auf irgendeinen Notstreifen, den es da auch noch gab, ausgewichen ist. Also dass er nicht quasi auch auf die Gefahr hin selber ins Schleudern zu geraten, dahin rüberlenkt. Ich weiß jetzt, ich habe mir jetzt keine Bilder angeguckt, ob das überhaupt möglich gewesen wäre, aber sie müssen es ja zumindest für möglich gehalten haben. Ja, ja, das ist richtig. Genau das, was du sagst. Sie werfen ihm unter anderem vor, da gab es wohl irgendeine Notspur, dass er da nicht hin ausgewichen ist. Aber ich sag mal so, wird es schon irgendwelche Gründe für gegeben haben. Ist ja nicht so, dass der gern da in andere Fahrzeuge reinbrettert. Was hätte es bei uns gegeben, wenn da jemand fahrlässig in so einen Unfall reinrast? Also in der Tat, der Prollo sagt es schon richtig. Wahrscheinlich würde erstmal gefragt werden, wer hat überhaupt die Scheißbremsen zu verantworten? Und zum anderen, mehr als 2 Jahre Bewährung hätte es wahrscheinlich in Deutschland dafür nicht gegeben, wenn der Typ nicht alkoholisiert und eingeschlafen ist oder sonst was.
Also 110 Jahre ist schon bitter. Ja, schon krass. Also da schwingt natürlich auch wieder mit, dass das halt ein Immigrant ist oder ne, jemand, der so vielleicht nicht den höchsten gesellschaftlichen Stellenwert in den USA genießt. Und wahrscheinlich auch keinen Star-Anwalt hat. Ja, ja, aber keine Star, Lobby. Star ist aber ein guter, gutes Stichwort. Ein anderer Star setzt sich jetzt nämlich für ihn ein. Finde ich immer wieder interessant, dass solche Leute in so einem Kontext dann plötzlich auftauchen. Kim Kardashian fordert eine Änderung des Strafgesetzes und unterstützt auch die Petition, verbindliche Mindeststrafen nehmen der Justiz den Ermessensspielraum und müssen abgeschafft werden, erklärt sie. Und fügt hinzu, also es gibt ja wie gesagt diese Petition, der Gouverneur von Colorado ist ein wirklich guter Mann und ich weiß, dass er das Richtige tun wird. Also da tauchen dann plötzlich solche It-Girls auf. Also, ja, die ist jahrelang auch Trucks gefahren. Die hat ja auch ordentlich Holz auf der Laderampe. Genau. Ah, es ist ja so gut, wenn man es immer wieder aufs RTL-2-Niveau runterbrechen kann, ne? Also irgendwie dann doch wieder. Solange es nicht Kabel 1 ist, mein Lieber, und damit der selbstreferenzielle. Genau, irgendein Bums-Sender. Gleich sind wir bei DSF nach 1 nachts. Ja. Aber nee, ich meine, aber ich bin jetzt weit davon entfernt, Jurist zu sein. Und und ich kann jetzt auch das Ganze gar nicht bewerten, weil ich jetzt tatsächlich keinerlei Einblick habe in die Details, wie der Unfall abgelaufen ist, etc. Ich finde die Praxis, also wo ist der Witz da drin, immer mehr Jahre aufzuhäufen. Also 110 Jahre ist ja, ich würde mal sagen, für die allermeisten Menschen faktisch lebenslänglich. Und das ist halt so ein bisschen, für mich so ein bisschen bizarre, dass da nicht, also dass es da keine Unterscheidung gibt. So aber als Laie, ich bin wie gesagt kein Jurist und kenne jetzt die rechtlichen Rahmenbedingungen und Hintergründe nicht, warum das da in den USA so ist, um es so aufzutürmen. Die zweite Frage ist natürlich eben auch, ist er jetzt als Fahrer allein schuldhaft oder hat es noch andere Gründe und er hat halt einfach Pech gehabt und einen scheiß Moment erwischt, in Anführungsstrichen. Das ist natürlich dann auch sowas. Ja, aber es, also wenn man jetzt mal unterstellt, der hat nicht vorsätzlich diese Menschen getötet. Naja. Und das ist ja eine dieser Vorwürfe in dem Artikel, war ja, dass er irgendwie die Tötung mit einem Fahrzeug oder irgendwas heißt das, so ein Tatbestand. Das sind ja eigentlich die Fälle, wo einer mit einem Auto in eine Menschenmenge reinrast, ne? Diese halt Breitscheidplatz-Situation. Und das hat er ja auf gar keinen Fall gemacht. Der hatte selber eine Notsituation und hat vielleicht, keine Ahnung, muss man gucken, vielleicht die falsche Entscheidung getroffen, da in das Stauende reinzuknallen, anstatt irgendwie daneben zu lenken. Mhm. Aber das ist ja noch immer nicht sozusagen ein Vorsatz, Menschen zu töten. Nein, auf gar keinen Fall. Ja, ja, und man stellt sich vor, der Richter oder irgendwie würde sein Strafmaß irgendwie halbiert werden. Was hat er denn davon? Ja, eben, also da das hast ist immer ja noch 55 Jahre auf der Uhr. Immer noch albern, ja, ja, genau. Ja, also es ist krass, ja. Also es ist absurd und naja, ich hoffe mal, dass tatsächlich irgendwas für den Mann gemacht werden kann. Also nicht, also man, es ist jetzt natürlich immer so eine Sache, ne? Da gibt es dann auch die Opfer, da gibt es dann auch die Angehörigen der Opfer und so weiter. Das möchte man natürlich auch nicht alles komplett aus den Augen verlieren, aber also 110 Jahre, das ist ja Quatsch. Ja, vor allen Dingen, also da finde ich jetzt schon, was der Ben eben gesagt hat, also mit diesem Thema Vorsatz oder also oder es war halt einfach eine Situation, die im Prinzip nur falsch zu lösen ist, also wie auch immer man das jetzt nennen mag. Das kann ja durchaus sein, dass das ein vorliegender Fall ist und dann hat er halt einfach Pech gehabt und das ist dann, ich würde mal sagen, als Laie natürlich kein angemessenes Strafmaß. Ja, wahrscheinlich mal steht in seinem Arbeitsvertrag auch noch, dass er vor der Fahrt dafür verantwortlich ist, die Bremse zu prüfen. Kann er aber nicht machen, weil sonst gibt es Stress, ja, wenn er da irgendwie noch um das Fahrzeug rumeiert. Das ist halt so diese, wenn das so auseinanderdriftet, Realität und das, was man irgendwie vertraglich tun müsste oder hätte tun können. Und ganz ehrlich, wenn du mit so einem Teil den Hang runterbretterst, da zögerst du vielleicht auch noch mal auch da auf so eine Kiesspur raus. Ja, die Kiesspur, also ich hab das, als ich das gelesen habe, musste ich an meinen Urlaub in Kanada vor 2 Jahren denken, auch 2019. Da sind wir auch so durchs Gebirge gefahren. Und offensichtlich passiert das da
zumindest so häufig das Bremsen versagen, dass sie wirklich so Auffangspuren machen. Das sind sehr steile Abfahrten, die du machst. Und dann gibt es bei den steilsten Stellen, weil da auch LKWs drüber fahren, gibt es wirklich wie so eine Rampe auf der anderen Seite. Wenn du kaputte Bremsen hast, musst du auf diese Spur lenken und dann fährst du quasi so einen Berg hoch, also der dich dann auffängt. Und sowas habe ich noch nie gesehen. Also das, da haben die dann wirklich in den Berg hinein noch so Bremsrampen reingebaut. Ich und bilde vielleicht gab es ja auch sowas. Das hätte ich schon in Deutschland gesehen. Ja. Echt? Selten. Also ich habe das noch nie gesehen vorher. Ja, das gibt es bei Herborn tatsächlich. Da kann ich es bestätigen. Da ist, also der Hintergrund ist, dass da vor gefühlt 30 Jahren mal irgendein schwerer Unfall passiert ist, in dem da tatsächlich ein LKW auch an einem steilen Berg runtergefahren ist. Die Bremsen haben versagt. Und der ist in eine Eisdiele reingedonnert, quasi ungebremst. Und da hat es auch mehrere Tote gegeben. Und da ist jetzt auch so eine Verschwenkung mit ganz viel Beton und eben auch so ein relativ langes, so wie so ein Kiesbett quasi. Mhm. Und der Witz ist wohl, dass dann dem Fahrzeug die Achsen und alles im schlechtesten Fall weggerissen werden, aber der dann halt massiv abgebremst wird und dann zum Stehen kommt quasi, bevor es in den... Also das kenne ich in Herborn, das ist tatsächlich... Mhm. Fand ich total faszinierend, dass Leute dann so weit denken. Und wenn du dann in der Situation bist, also wie viel Glück musst du haben, dass deine Bremsen dann genau an der Stelle versagen? Aber ja ich habe das auch irgendwo schon mal gesehen, diese Spuren, aber ich weiß gar nicht mehr wo, ob das in Deutschland war oder irgendwo anders. Ich weiß nur, in den USA, da ist mir auch aufgefallen, dass sie dann bei so abschüssigen Strecken auch mal Gear Down stehen haben, so Schilder. Da frage ich mich immer, ja, eigentlich Automatikwagen. Anscheinend ist irgendwie so eine Automatik im Normalmodus nicht geeignet, so eine steile Bergabfahrt irgendwie ordentlich runterzubremsen. Kannst mit der Motorbremse. Kannst du den nicht runterschalten im Fiat Panda? Wer weiß. Ja. Ja. So kann es gehen. Kann man nichts machen. Ich habe mir das zwar schon hingelegt, der Beef guckt so auf meinen Zettel, aber ist eher was für ein Quickie am Schluss. Also ich hätte noch was, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, also ich weiß nicht, wir machen jetzt so Themensprünge. Ich weiß nicht, ich habe hier mal einen Bericht gelesen, es gibt eine DIW-Studie zum Thema Grunderbe. Sagt das jemandem von euch was? Grunderbe für Jugendliche, und zwar Hintergrund ist, dass es im Moment ja in Deutschland besonders extrem ist, das ist in vielen der reicheren Industrieländern ähnlich, aber in Deutschland ist es besonders stark, dass sich dass der Großteil des Vermögens auf sehr wenige Menschen, also auf sehr wenige Personen innerhalb des Landes reduziert oder konzentriert. Das heißt, hier sind auch ein paar Zahlen in dem Artikel dann genannt, das zum Beispiel ist, dass König Beef. Mittelschicht, die also auch die Mittelschicht tatsächlich relativ wenig Vermögen hat. Das heißt, und zum Beispiel das reichste Prozent der Bürger in Deutschland besitzt 35% des Vermögens. Also 1% der Bürger besitzen 35% des Vermögens. Und auch so die reichsten 10% besitzen ungefähr 2/3 des gesamten Privatvermögens. Also das ist tatsächlich, und die restlichen 90% zahlen sich dann das letzte Drittel. Also das ist tatsächlich schon eine sehr eklatante Schere, die sicherlich auch... wenn das so weitergeht, auch, ich sag mal, sehr starke soziale Folgen haben wird, aber auch ganz konkrete Folgen, dass ja die Überlegung ist, dass im Prinzip viele Menschen schlicht und ergreifend gar nicht in der Lage sind, Vermögen aufzubauen, egal wie. Und da ist jetzt die Idee aufgekommen von der DIW, die stehen jetzt eigentlich nicht so im Verdacht, so ein bisschen linksversifft zu sein irgendwie. Nur ganz kurz, wenn DIW ist das Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung. Genau. Und die haben, um einfach diese Vermögensungleichheit so ein bisschen anzupassen, vorgeschlagen, dass alle 18-Jährigen eine staatliche Schenkung von bis zu, die schlagen jetzt hier die Summe von 20.000 Euro erhalten, wenn sie 18 werden. Das nennen die dann Grunderbe, da gibt's auch, kann man auch andere Begrifflichkeiten für geben. Und das ist allerdings gebunden. Also es ist jetzt nicht so, dass sie die 20.000 Euro und die dann zum Drogenhändler des Vertrauens oder zum Technikvertreter oder wem auch immer zum tragen können. Zum BMW-Händler. Ja, genau. Sondern tatsächlich, dass das eher für Vermögensaufbau geplant ist. Also sprich, das ist dann schon so ein bisschen, ich sag mal, zweckgebunden, nennen wir es mal vorsichtig. Wie findet ihr so eine Idee? Also es ist jetzt erstmal nur eine Idee, die rechnen das auch durch, die sagen, das sind ungefähr 15 Milliarden pro Jahr. Wer soll denn das zahlen? Genau, das soll aufgekommen, das soll quasi gegenfinanziert werden durch einerseits eine Erhöhung, also eine erhöhte Erhöhung der Besteuerung der sehr Reichen.
Da soll Geld Erbschaftssteuer werden. Können die doch eigentlich auch erhöhen. Erbschaftssteuer ist ein Thema, und wobei die Erbschaftssteuer die allermeisten gar nicht betroffen sind von. Das ist ja eben der Witz, dass Erbschaftssteuer ja nur ab einem gewissen Grundkapital, also ab einer gewissen Höhe überhaupt erst greift. Vorher zahlt man ja keine Erbschaftssteuer. Wie gesagt, das sind im Prinzip die Ideen dahinter. Also das ist, können wir auch noch mit verschiedenen vermögenswirksamen Steuern finanzieren. Also die machen mehrere Vorschläge und kriegen es auch relativ entspannt gegenfinanziert. Also ohne, dass das jetzt irgendwie ist. Und die Grundidee ist wirklich, dass man jedem die Chance gibt, irgendwie auch im Laufe seines Lebens Vermögen aufzubauen. Wie findet ihr die Idee? Eigentlich finde ich es ganz, hört sich ganz, ganz cool an. Also ich sag mal so, das ist jetzt staatlich finanziert, und also ich fände es schon sinnvoll, dass man dann. Nee, es ist nicht staatlich, es ist eine Umverteilung. Ja, also genau. Muss man ganz klar sagen. Es ist jetzt nicht im Sinne. Ja, genau, darauf wollte ich ja hinaus. Es ist schon eine staatliche Leistung, aber die wird ja gegenfinanziert. Und ich finde, also wichtig fände ich, also um irgendwie dann von mir, ne, du hast ja gefragt, wie findet ihr das? Um sozusagen meinen Platz zu kriegen, dass ich das gut finde, muss ich sagen, fände ich es dann auch irgendwo schlüssig, wenn das dann eben auch von denen kommt, die, wie du schon gesagt hast, die 10% sind, die dann irgendwie 2/3 oder was des Vermögens besitzen, und dass man das da irgendwie davon abzapft, weil ich sag mal, das ist ja dann sowas, so ein bisschen sowas wie schon fast eine Spende für diese Gruppe Menschen, ja, die juckt das nicht sonderlich. Diese Beträge, die da zusammenkommen, sind wahrscheinlich schnell zusammen, wenn man es geschickt anstellt. Und dann fände ich es im Prinzip gut, weil was haben wir davon, wenn die Leute kein Vermögen aufbauen, die jungen Leute, und dann letztlich von anderer Seite staatliche Leistungen beziehen müssen? Genau, also ganz kurz, um es mal konkreter zu machen, also die schlagen jetzt hier vor, dass man einerseits die Erbschaftssteuer reformieren könnte, man könnte eine höhere Besteuerung von Immobiliengewinnen dazu heranziehen, und man kann auch die Vermögensteuer für Hochvermögende nochmal ins Spiel bringen. Also alles Dinge, die, also wo tatsächlich eine Umverteilung stattfinden würde, von dem sehr kleinen Anteil, ich sag mal 10%, 2/3 des Vermögens oder 1%, 35%, also 1% hat 1/3 des Vermögens, muss ich mal reinziehen. Also das schon, ja, auch. Ja. Wie gesagt, das schlagen sie ganz konkret vor. Spende finde ich fast noch das falsche Wort. Ich würde es eher so im Sinne von eine Startchance geben. Also wie gesagt, wenn du quasi von Anfang an immer nur so am unteren Ende rumkrebst, hast du natürlich Schwierigkeiten, Vermögen aufzubauen. Anschubfinanzierung, wie auch immer, genau. Ja, ich hatte es auch weniger aus Sicht derjenigen, die das Geld kriegen, gemeint, als mehr aus der Sicht derjenigen, die das dann letztlich finanzieren, ja. Mhm. Also ich tue ja quasi was Gutes dann, wenn ich ja irgendein Milliardär bin und diesen jungen Menschen da diese Anschubsfinanzierung sozusagen gebe, dann ist das ja eigentlich so ein bisschen soziales Engagement fast, zwar staatlich verordnet, aber eine gute Sache. Aber eine Frage, also selbst wenn einer so altruistisch veranlagt ist, dass er das als soziales Engagement begreift, schneiden sich diese reichen Leute damit nicht ins eigene Fleisch? Weil wer putzt denn dann die Häuser, wenn quasi alle Vermögen aufbauen? Also mein soziales Engagement. Da gibt es ja gar keinen mehr, der irgendwie Autowäscher wird. Mein soziales Engagement geht alles in die Prolo Ferrari Stiftung. Das Geld dürfte wahrscheinlich nicht reichen, um irgendwie selber reich zu werden, aber ja. 20.000 Euro als Startkapital. Ich meine, es wird natürlich auch, je nachdem, wie du es dann einsetzt, also da werden sich, also früher haben sich bei solchen staatlichen Förderungen oder bei der Riester-Rente haben sich natürlich die ganzen Lebensversicherer erstmal die Hände gerieben, weil die haben den Großteil des Geldes damit verdient quasi. Also das war einfach auch nur so eine staatliche Umverteilung zu irgendwelchen Unternehmen hin. In dem Fall jetzt sagen wir mal Lebensversicherer beispielsweise. Also wie gesagt, ich finde es einfach einen spannenden Gedanken, es mal einfach anders anzugehen und zu sagen, okay, vielleicht kriegt man irgendwie eine sinnvolle Umverteilung. Und ich finde halt die Überlegung, die du ja auch gesagt hattest, dass man im Prinzip, wenn man es umgedreht halt betrachtet, also jetzt unabhängig von irgendwelchen sozialen oder gesellschaftlichen Spannungen, die da möglicherweise entstehen, wenn diese Schere noch weiter auseinander geht,
hilft es ja vielleicht, wenn viele Leute eben nicht in irgendeine Grundversorgung oder sowas dann rutschen später mal, sondern sich im Prinzip auf eigenen Füßen einigermaßen halten können. Ja. Ja, also das wäre... Ach, zu ernst, ne? Ich weiß nicht, ist das vielleicht... Ja, falsch. Ist doch super. Das wird, ich wollte jetzt mal kein RTL2-Niveau liefern. Ja, nein, ich finde es ja ganz gut. Das wird von vielen sicherlich dann wieder als sozialistisch beschimpft. In USA ginge sowas sicher gar nicht. Also ich bin jetzt auch jetzt, es ist ja ein anderes Thema, ist ja dieses bedingungslose Grundeinkommen, was diskutiert wird und wo es auch schon irgendwie Experimente und Studien zu gibt. Da habe ich noch keine abgeschlossene Meinung zu, aber da bin ich eigentlich vom Prinzip her erstmal, muss ich sagen, so dagegen. Das ist erstmal eine Idee, die mich noch nicht, sag ich mal, hat überzeugen können. Aber diese Geschichte finde ich okay. Mhm. Wie gesagt, hier ist es halt schon auch verknüpft, also zweckgebunden, also jetzt nicht bedingungslos quasi. Ja. Ne? Ja, ja, also vielleicht, weil wir ja auch war doch noch irgendwas mit Penissen oder sowas? Nee, Penis nicht und auch nicht Swingerclub, aber Bier. Auch gut. Ja, und ich sag nochmal Bier. Also weiß nicht, ob das ein Stichwort sein Ach muss. So, soll ich was oder? Holen? Ich habe was eingelagert hier im Kühlschrank. Ja, ja dann. Es gibt eine Umfrage und die ist eigentlich auch tatsächlich ernst. Also das ist gar keine Quatschumfrage, aber man kann da natürlich so herrlich was draus machen. Global Drug Survey, GDL, gibt es auch andere Gesellschaften oder Institutionen, die so heißen. Der Global Drug Survey hat ermittelt, welche Nation sich am häufigsten besäuft. Unter anderem, die haben verschiedene Sachen ermittelt, aber ich beschränke es heute mal auf zwei Sachen. Und was glaubt ihr, da haben über 30.000 Leute dran teilgenommen, aller Alters- und Geschlechts- und Nicht-Geschlechtssorten, so ganz spontan, welches Land sich am häufigsten besäuft? Und nur um mal ganz klar zu machen, was das heißt, also hier ist eine... Vollrausch? Genau, also Vollrausch, warte mal, dabei bewerteten die Studienleiter das Betrunkensein als Zustand, bei dem, und jetzt das Zitat, deine physischen und mentalen Fähigkeiten so stark beeinträchtigt sind, dass dein Gleichgewichts- oder Sprachsinn verändert ist. Also quasi das normale, der normale Zustand in diesem Podcast, den wir alle zwei Wochen haben, natürlich nicht, aber also richtig besoffen, wo du dann nicht mehr Herr deiner Sinne bist. Ich meine, je mehr du trinkst, desto seltener kommst du natürlich in diesen Zustand. Also insofern schwer zu messen. Aber sollen wir jetzt mal raten, welche Nation? Genau, also das wird gemessen in Tagen pro Jahr, wo du sozusagen Vollrausch hast unter den Beteiligten, die das angegeben haben. Wie oft im Jahr haben sie so richtig ein Sitzen, dass sie nicht mehr geradeaus denken können. Also ein Rausch. Also ich muss jetzt mal direkt ein Stereotyp oder ein Vorurteil loswerden. Ich würde in Osten schauen und irgendwie vielleicht Russland oder Polen oder irgendwas in der Richtung denken, so wo der Wodka sage ich mal, den Stellenwert von Wasser hat. Also Russland finde ich jetzt hier gar nicht. Polen ist auf Platz 14. Finnland hatten wir schon, oder? Finnland ist auf Platz 3, das ist schon besser. Das ist eine weltweite Studie. Finnland hätte ich jetzt bei mir auch irgendwie gehabt. Was gibt es denn sonst noch? Wieso Finnland? Wieso kommt ihr jetzt auf Finnland? Weil die saufen halt immer den selbstgebrannten Wodka. Ja, und sie sind während der drei Monate, wo es dunkel ist im Jahr, sind die einfach nur frustriert. Da kann sich's anders machen. Kennt ihr Sansibar? Da kann sie anders machen. Ist so, fertig. Ja. Kennt ihr, oder ist es auch mal kalt dann und sowas, kein Spaß. Ja, Sansibar. Sansibar, bei Hawaii genau. Ist das. Ist Sylt ein eigenes Land? Nee, ne? ich kann, also Australien vielleicht noch. Ja, Australien ist echt? Tatsächlich Platz 1. Aber was glaubt ihr, wie häufig sozusagen im Jahr die da durchschnittlich natürlich einen Vollrausch haben? Wie viele Tage im Jahr? Das ist 80. Also es gibt ja bekanntlich 52 Wochen und es ist jetzt ein Durchschnittswert, ja? Also auf die gesamte Bevölkerung gerechnet. Ja, also auf die natürlich die Teilnehmer, die aber so ist ja statistisch dann zumindest Erwachsene. Ja, da sage ich mal, die sind einen Monat stramm, 30 Tage. Ja, das ist nicht schlecht, also
Ja, ich hätte jetzt auch irgendwie 35 Tage, ich kann es jetzt so einschätzen. Ich sag mal 10%, das sind dann 36,5 Tage. Das sind 26,7. Der Prollo, der hat schon so gesagt, das ist mir scheißegal. Ich habe 80 gesagt. Ach, 80. So. Und jetzt, und das finde ich total, ich meine, dann haben die noch eine zweite Frage gestellt. Was sind die trinkfreudigsten Länder der Welt? Also soll heißen, an wie vielen Tagen im Jahr trinkst du Alkohol? Und das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir auch immer stelle, weil ich immer versuche, unter der Woche keinen Alkohol zu trinken, außer donnerstags, wenn wir Podcast machen. Aber ne, also so grundsätzlich da versuchen, Struktur reinzubringen. Aber selbst wenn du jedes Wochenende trinkst, sind das ja auch schon 100 Tage im Jahr, wenn du beide Tage durchziehst. Wenn du noch Freitag noch zählst, dann sind das schon 150. Also ich finde, also, wenn man morgens zeitig aufsteht, um den Pfand wegzubringen, da ist auch genug Struktur im Tag, oder? Ja. Ich hätte jetzt da so ein bisschen, weil es da so zur Lebens- und Alltagskultur gehört, so Frankreich ja, oder das sowas hätte getippt ich auch irgendwie jetzt, auch wenn es auch wieder oder klischeebehaftet Italien, ist oder Italien, irgendwie immer, sowas. Immer schön schon mal einen Rotwein abends. Genau, ich frage, ob das als Alkohol gewertet wird von den Teilnehmern. Belgien. Ja, wird schon und ihr habt auch vollkommen recht, tatsächlich führt Frankreich mit deutlichem Abstand 132 Tage im Jahr. Frankreich ist ein glückliches Land. Im Durchschnitt, also manche trinken wahrscheinlich jeden Tag. Alkohol, aber da gehört das ja tatsächlich irgendwo zum Savoir-Vivre dazu, mal ein Vin Rouge zu trinken. Und Savoir-Vivre heißt ja auch auf Deutsch, ich saufe für mein Leben gern. Ja, warum denn nicht? Frei übersetzt, ne? Das. Pourquoi non? Das war gut, das war die Google-Übersetzung. Ja. Was glaubt ihr da, wo Deutschland liegt ungefähr? Die sind auch in den Top Ten. Beim Vollrausch oder beim Beim Vollrausch, achso, das kann man ja vielleicht gerade noch auflösen. Deutschland ist da auch auf Platz 19, 10,6 Tage im Jahr ist die Bevölkerung hier im Vollrausch. 10,6 Vollrausch, das ist ja quasi also fast einmal im Monat. Vollrausche im Jahr. Vollräusche. Von den Befragten. Hier sind die Deutschen höher bei dem Alkoholkonsum. 8. Ist das vor oder nach Corona? Das ist nach Corona. Also, das ist jetzt, also ja, mit da gibt's Corona auch, quasi. Es gibt auch so Corona und Alkohol. Hier gibt es auch so die Ergebnisse, dass die tatsächlich die Pandemie das Trinkverhalten beeinflusst hat. Und zwar wahrscheinlich negativ. Im Sinne der Anbieter des Alkohols. Ja, wobei, also wahrscheinlich nicht im Sinne der Anbieter. Es wird halt mehr zu Hause gesoffen und wahrscheinlich auch regelmäßig, aber nicht in den gleichen Mengen, weil halt nicht mehr über Party gemacht wird. Also ich glaube, wenn du normale Läden aufhast, dann trinken einfach mehr Leute. Mhm. Aber ich vermute, die sowieso gerne trinken, und das ist ja ein Drogenreport, da ging es auch um Alkohol, Cannabis, Kokain und so. Also das ist wahrscheinlich schon gestiegen. Wollte ich hier aber gar nicht thematisieren. Also Deutschland ist Platz 9, 100 Tage jeden dritten Tag, ein bisschen mehr. Ja, bist mit deinem Wochenende ja ganz gut dabei. Ich bin ja voll im Schnitt. Genau, ich bin voll im Schnitt, wenn ich das mal durchhalte. Darauf ein Bier. Darauf ein Bier. Also, der Prollo hat jetzt hier noch ein polnisches Zubr kredenzt. Richtig. Ja, wir haben sogar die Etiketten. Ich habe hier so ein Bison. Ihr habt, glaube ich, jetzt die Spezialausfertigung. Ich habe einen Luchs oder sowas. Ist das ein Luchs hier? Wer ist denn hier gut in Naturkunde? Ich glaube, ein Specht. Ja, Luchs kommt hin. Boah, der hat aber hinter einen Schädel, würde ich mal sagen. Ja, die Flasche müssen wir aber gleich mal fotografieren. Ja. Der Sammer hat auch den Klassiker. Ein Eichhörnchen. Ein aggressives Eichhörnchen. Prost. Ja, Prost. Also schönes polnisches Bier. Ich weiß gar nicht, ob man das richtig ausgesprochen hat. Super. Schmeckt super. Es schmeckt super. Ja, ich finde ja immer wieder diese Bier- und Trinkgeschichten interessant, weil man sich da so ein bisschen auch ertappt fühlt. Ja. Und schnell mal dabei ist, zu sagen, ah, guck mal, die Saufnasen. Und wenn man dann auf sein eigenes Trinkverhalten guckt, dann ist das gar nicht so viel anders. Ja, wenn du. Ja. Darf ich noch ein Wissenschaftsthema machen? Das ist auch ganz kurz und es ist so ein schönes Positives. Es ist ja Jahresende und da aber will man nur, ja auch mal ich hinterher was mit Rektum machen darf. Ja. Du darfst das Wissenschaftsthema machen, aber weil ich brauche nur eine Minute, ja, weil es so schön zum Thema Trinken passt. Also was für Ideen man so haben kann, um sich das Trinken abzugewöhnen. Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel in Australien lebt, das hat
ein Mann in Litauen bewiesen. Der ist nämlich irgendwann bei den Ärzten aufgetaucht mit wahnsinnig Bauchschmerzen. Und was haben sie dann bei ihm entdeckt? Ein Schäferhund. Nein, aber der hat im Bauch 1 Kilogramm Nägel und Schrauben gehabt. Und wieso? Weil er sich dabei war, sich das Trinken abzugewöhnen und hat das als Kompensation, das, was man halt dann so tut, typischerweise, hat er Nägel und Schrauben geschluckt. Aber Nägel wo ist denn kauen? Da die Sinngebung? Genau, Nägel kauen. Das ist die beste Erklärung. Er hat fast einen Monat lang Schrauben und Nägel geschluckt. Heute schraube ich mir mal wieder richtig einen rein. Und hat dann aber leider eine Not-OP gebraucht. Ich weiß nicht, ob er jetzt dann doch wieder trinkt. Und dann nagel ich jemanden weg. Also ich glaube, unter den Umständen ist mit dem Trinken wahrscheinlich die bessere Alternative sogar. Ich glaube auch. Ja. Ja, Mensch. So, jetzt kannst du mit deinem Wissenschaftsding, was Schönes. Einen kleinen Alert raushauen. Einfach was Gutes. Wir reden ja alle, das ist ja jetzt im Moment, kämpfen sich ja alle mit Corona ab. Aber das größere Problem ist ja zum Beispiel der Klimawandel. Und die Abholzung der Tropenwälder. Und jetzt gibt es tatsächlich eine Studie, die sagt, dass Tropenwälder sich innerhalb von 20 Jahren erholen, wenn man sie lässt. Das heißt, wenn man gar nicht aufforstet oder dran rumfuscht oder irgendwelche Monokulturen da aufbaut, das ist ja völliger Quatsch, sondern einfach, wenn man ehemals landwirtschaftliche oder sonst wie genutzte Flächen einfach nur stehen und in Ruhe lässt, dann sind die Wälder, das ist der Bereich in der Lage, die Natur insgesamt in der Lage, sich innerhalb von 20 Jahren quasi beinahe vollständig zu regenerieren und zuzuwachsen. Das ist eine Studie, die ist in der Fachzeitschrift Science erschienen. Ich habe es jetzt hier über den Spiegel Wissenschaft zitiert. Da geht es halt darum, dass quasi die sagen, das ist erstmal eine gute Sache, weil 20 Jahre ist ja eine eher realistische Zeitspanne, die man noch so selber auch erfassen und erfahren kann und wo man einfach sagen kann, okay, das ist jetzt noch überschaubar. Ja, das finde ich einfach mal eine positive Nachricht, dass man da jetzt irgendwie, dass es da schon noch Möglichkeiten gibt. Aber gilt das jetzt nur für Tropenwälder oder auch für heimische Mischwälder? Ja, die haben es jetzt im Wesentlichen jetzt hier, glaube ich, erstmal für Tropenwälder. Die haben dazu Daten aus 2257 Parzellen untersucht und haben da, das war im Wesentlichen in Nordamerika und Südamerika und Westafrika, und haben da alle möglichen Daten und haben dann eben daraus Modelle entwickelt und haben dann einfach festgestellt, dass die verschiedenen Bestandteile des Waldsystems natürlich auch unterschiedlich viel Zeit brauchen, aber um das Niveau eines alten oder gesunden Waldes zu erhalten, aber wie gesagt, also nach 20 Jahren haben sich die tropische Wälder etwa zu 78% ihres ursprünglichen Zustands haben sie dann wiedererlangt. Und insgesamt braucht es ungefähr, damit die Artenvielfalt und die Pflanzengemeinschaft und Tierwelt, die ist nach ungefähr 60 Jahren im ursprünglichen Zustand, und die Gesamtbiomasse regeneriert sich innerhalb von 120 Jahren. Das ist ja immer so die letzten, das ist so die 80%-Regel, die kennt man ja auch von irgendwelchen Diplomarbeiten oder sonst irgendwas. Also die ersten 80% sind relativ einfach, die letzten 20% ziehen sich ein bisschen oder gestalten sich aufwendiger. Also mir sagt das aber auch, dass die eher mit Modellen gearbeitet haben, als das tatsächlich im Zeitablauf beobachtet haben. Oder haben sie wenigstens die 20 Jahre beobachtet? Also, nee, die haben das modelliert. Also die haben diese Studie und haben dann quasi wieder, also die haben auch Daten zur Wiederaufforstung etc. und von 77 Standorten und verschiedenen Parzellen, und haben das dann da untersucht und haben dann da entsprechend modelliert, um da einfach langfristige Trends bei der Erholung der Wälder, haben die dann abgeleitet. Das ist die sogenannte 80-20-Modellierung, ja, wo du einfach am Ende sagst, komm, stimmt so. Aufgeschissen. Und damit es ein bisschen wissenschaftlich ist, haben sie nicht 80 genommen, sondern 78, damit es errechnet klingt. Ja. Nee, aber ich denke, es ist einfach mal eine schöne Nachricht. Das ist total schön. Ja, das ist was ich auch total schön finde, Positives. Ist, dass wenn wir hier so eine, was man im Web 2.0 viel gesehen hat, so eine Wortcloud oder Wortbubble machen würde, ich glaube, so die Top 5 Themen, die wir haben, ist wahrscheinlich Fäkalien, Swingerclubs, Bier und irgendwelche Viecher und
Wälder und Bäume, also wir sprechen total oft über Bäume, sei es jetzt in Hakenkreuzform oder sei es jetzt irgendwelche der komischen... Der eine Baum auf der Insel, der dann... Der eine Baum auf der Insel, genau. Der sich selbst regenerierende Tropenwald, regenerierende Tropenwald und letztes hatte ich auch da so ein Baumthema mit irgendwelchen Schneisen, die da Sollen wir dazu mal eine belastbare Statistik machen oder kriege ich da wieder einen Eintrag ins Klassenbuch? Ja, nein, das wollte ich gerade anregen, dass du das mal machst. Auch das juristische Thema vom Summer. Holztransporter. Ja, ich habe bewusst die Jura-Themen rausgelassen, weil die wären wahrscheinlich an Platz 1. Nein, Quatsch. Aber es gibt so wiederkehrende Themen und dazu zählt definitiv auch das Thema Baum und Wald. Ja, finde ich spannend. Das ist doch, ist das nicht deutsche Romantik? Ja, war irgendwie schon so Baumtypen. Sowas, ne? Ja. Unter dem Motto, ich und mein Holz. Genau. Genau. Ja. Und das in Zeiten der Holzknappheit. Ja, richtig. So, da ist er. Jetzt ist nur die Frage, wer macht denn heute den Quickie? Weil eigentlich Polo hat der Prollo da schon irgendwie was vorbereitet. Also, zarte Andeutung, pass aber auf. Irgendwas mit hintenrum. Hintenrum? Nee, ja, es geht um Kirchenmänner. Alles so top seriös. Das ist ja hintenrum. Also, ich habe... Oder unten, sag mal, sagen wir mal, untenrum. Aber ich werde noch einen draufsetzen. Ja, setz dich mal drauf. Also passt mal auf. Ihr kennt doch alle, das ist jetzt hier von 2008, ist schon länger her. Aber allen bekannt ist ja hier wohl in der Runde dieser englische Kleriker in seinen 50ern, der beim Gardinenaufhängen in nacktem Zustand leider rückwärts auf eine Kartoffel gefallen ist und die musste ihm dann leider aus dem Rektum entfernt werden. Der Kirchenmann. Ein typischer Unfall. Na, jedenfalls war das seine Version der Ereignisse. Also die Kartoffel saß fest und musste raus. Und seine Aussage war eben, ja, ich bin beim Nacktgardine aufhängen, bin ich auf den Tisch gefallen und da lag halt die Kartoffel. Geil. So weit, so seriös. Aber unfassbar. Genau, im Gloucestershire Royal Hospital hat sich am 2. Dezember, da hat jetzt wirklich jemand noch einen draufgesetzt, und ich hätte gern von euch gewusst, was sind das Wort? Worauf gesetzt? Ja, auf den Kürbis kommt Kürbis, genau. Das wollte ich euch gerne fragen. Was glaubt ihr denn statt einer Kartoffel? Wo hat er sich draufgesetzt? Ja. Ein Rettich. Auf eine Gurke. Fast. Auf eine Zucchini. Möhre. Kleiner Tipp, 57 mm Durchmesser und 170 mm lang. Doch eine Gurke. 170 mm lang. Ja, 17 also Zentimeter. 17 Zentimeter ist ja jetzt auch nicht die Welt. Das sind nicht 20 jedenfalls. Eine Mohrrübe. Nein, eine Mörsergranate. Wow. Mann. Die hatte der Typ wohl noch im Schrank. Und dann ist erstmal, hier sind die Truppen erstmal ins Krankenhaus einmarschiert. Und wie, der hat eine Mörsergranate im Schrank gefunden und hat gesagt, ach, die stecke ich mir mal in den Arsch. Er ist wohl oder was? Der Fan. Ja, die Mörsergranate hier. Vielleicht hatte der Verstopfung. Nein. Wie das Bombenkommando, das Räumkommando dann an den Nachbartüren argumentiert hat. Du musst mal hinten umdenken. Deswegen sie jetzt räumen müssen. Drei traumhaft. Ja, also auf jeden Fall, ihm ging es genauso ungünstig wie unserem Kirchenmann. Der hatte die beim Aufräumen gefunden, ist dann aber leider gestolpert und da drauf gefallen. Ah, und dann sagt er, ich wollte auch einfach mal und so die Schüssel sprengen. Richtig. Ja, also auf jeden Fall irgendwie so eine britische Panzergeschichte, die wohl in Nordafrika irgendwie im Zweiten Weltkrieg eingesetzt worden war. Und war die noch scharf eigentlich? Weiß man das? Das wird hier nicht beschrieben. Auf jeden Fall war sie hinterher nicht mehr scharf. Wenn dann das Räumkommando ins Krankenhaus kommt, ja. Er kriegt ja das Wort Arschbombe eine ganz neue Bedeutung. Sozusagen. Ich kannte das nur aus dem Schwimmbad bisher. Ja. Also auf jeden Fall ist es wohl glücklich ausgegangen. Für die Bombe oder rausgegangen, für ihn? Sozusagen. Und generell aber hier, ich bin ja auch immer beim Verbraucherschutz eine Granate. Dabei. Eine Arschgeburt. Ja, genau. Keine Steißgeburt. Ihr nehmt das Thema überhaupt nicht ernst. Ja, das ist ja auch nicht zum Ernsten gedacht, oder? Wolltest du jetzt hier noch einen Diskurs starten? Ja, also ich wollte nochmal darauf aufmerksam machen, dass das schon gefährlich ist, wenn man da so auf Dinge drauf fällt. Ja, oder Nacktgardinen aufhängt. Also ich möchte eine Warnung aussprechen. Der Herr Beef davon ab. Hat sehr eindrucksvolle Adventskerzen hier meine auf dem Tisch. Also, eigentlich hin. Passt auf, dass ihr nicht stolpert. Die sind mindestens 10 cm im Durchmesser. Ja, aber die kann man wahrscheinlich gut schmelzen. Sei es drum. Jedenfalls. Aber nicht bei 37 Grad Körpertemperatur. Also auch wenn euch langweilig ist über die Feiertage,
Ja. Lass es besser. Ich lasse die Granate im Schrank. Ja. Ich habe tatsächlich auch gar keine Granaten im Schrank. Das ist jetzt irgendwie doof. Da bin ich so ein bisschen abgekoppelt von den hippen Themen. Dieses Jahr gibt's ja nicht mehr Böller. Genau. Ja, du hast halt diese komischen Köpfe da auf der Fensterbank. Stimmt, also da geht einiges, mein Lieber. Aber das wollen wir jetzt hier nicht vertiefen. Nee. Wir wollten ja heute mal ein bisschen kürzer rauskommen als beim letzten Mal, wo wir unsere Fans strapaziert haben. Wir machen den Sack zu und die Granate packen wir in den Schrank. Bevor wir enden, möchte ich euch noch eine kleine Denksport- und Hausaufgabe mitgeben. Und zwar für die erste Sendung, die wir dann ja im Januar machen, vielleicht einfach mal die Überlegung, was euer Thema des Jahres 2021 war. Und es darf nicht mit Corona, Überschwemmung und Klimawandel zu tun haben. Also denkt mal drüber nach, was war so medial, persönlich, whatever, was war euer Thema des Jahres 2021? Und dann machen wir vielleicht im Januar so einen ganz kleinen Jahresrückblick. Persönlich oder medial? Mal schauen. Ja, und wir sollten, das finde ich eine gute Idee, aber wir sollten jetzt auch nicht vergessen, allen Hörerinnen und Hörern einen guten Rutsch zu wünschen. Und schickt auch was, wenn ihr was habt. Und frohe Weihnachten gehabt zu haben. Schöne Feiertage. Genau. Jetzt kommen wir, die GEMA, die killen uns. Tschüss. Tschüss. Ach, ihr Reiche.